Hallo und herzlich willkommen auf dem VPN-Tiger YouTube-Kanal. In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr alle Staffeln von The Flash auf Netflix anschauen könnt, auch wenn die Serie momentan nicht im deutschen Netflix zur Verfügung steht. Und zwar kann ich euch das auch mal hier direkt zeigen in der Suche. Ich klicke jetzt hier einfach mal oder ich suche jetzt einfach mal hier The Flash. Und da seht ihr, es kommen keinerlei Suchergebnisse. Hier gibt es da die ganzen anderen Superhelden-Serien und so weiter, aber nicht The Flash. Und ja, das kann man auch sehen hier auf Unox.com, dass es hier das nicht im deutschen Netflix gibt. Und da gibt es alle Staffeln von The Flash auf Netflix, aber nicht in Deutschland, sondern in diesen Ländern hier. Aber ihr fragt euch jetzt, okay, warum gibt es in anderen Ländern, aber nicht in Deutschland und... Was ist es? Viele wissen nicht, dass Netflix je nach Land ein anderes Netflix-Angebot hat. Zum Beispiel gibt es bei uns jetzt eine Serie beispielsweise, die es halt in anderen Ländern halt nicht im Angebot gibt. Und genauso andersrum. Und genauso ist jetzt hier wieder mit The Flash. Also The Flash gibt es in Deutschland nicht, dafür aber wie hier im Beispiel United States. Aber wie bekomme ich jetzt Zugriff auf das US-amerikanische Netflix, obwohl ich gar nicht in den USA bin? Muss ich da jetzt irgendwie hinziehen oder hinreisen oder was? Das ist ja momentan... nicht so gut. Nee, müsst ihr auf jeden Fall nicht. Ihr braucht jetzt einfach nur eine US-amerikanische IP-Adresse und dafür benutze ich ExpressVPN. Und zwar mit diesem VPN-Anbieter könnt ihr wirklich alle Staffeln von The Flash auf Netflix anschauen, auch wenn es ja in Deutschland nicht zur Verfügung steht, die ganzen Staffeln. Ich klicke jetzt einfach mal hier auf diese drei Punkte, so, auf diese drei Punkte hier und dann seht ihr, welche Länder hier zur Verfügung stehen. Ich habe jetzt hier schon mal USA geöffnet. Es gibt auch noch ganz viele andere, zum Beispiel Indien, Singapur, Hongkong und so weiter. In Europa natürlich auch ganz viele. Also ihr könnt euch eine IP-Adresse von allen diesen Ländern und Standorten, die es hier zur Verfügung gibt, einfach besorgen. Und du kannst damit The Flash auf Netflix freischalten. Und ja, kurz zu ExpressVPN oder allgemein zu einem VPN. Ein VPN ändert eure IP-Adresse in jede beliebige IP-Adresse, wie ich gerade gesagt habe, die ihr möchtet. Und du bist also quasi anonym im Internet unterwegs. Und es kann euch halt Zugriff auf Webseiten und Inhalte verschaffen, die in eurem Land sonst nicht abrufbar wären, wie halt in diesem Beispiel The Flash auf Netflix. Und ich benutze ja hier ExpressVPN und das kann ich euch nur empfehlen. Es ist sehr sicher und sehr, sehr zuverlässig und tut einfach die Arbeit, wie sie es sollte. Und natürlich ist es nicht kostenlos, aber wenn ihr einen kostenlosen VPN-Anbieter irgendwie benutzen würdet, dann wäre eure Sicherheit wirklich nicht gewährleistet. Also ihr könnt ziemlich leicht gehackt werden oder eure Daten irgendwie ausspioniert werden oder sowas. Und ja, die sind auch oft ziemlich langsam und es gibt meistens nur ein bis zwei Länder oder Netflix blockiert die kostenlosen VPN-Anbieter sofort. Also das würde ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen. Ich kann euch ExpressVPN auf jeden Fall ans Herz legen, denn du bekommst auch über meinen Link, den ich jetzt hier gerade einblende und der in der Beschreibung verlinkt ist, eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Und wenn ihr euch ExpressVPN über meinen Link holt, und zwar wirklich nur über meinen Link, bekommt ihr noch unglaubliche 49% Rabatt und das ganze 3 Monate kostenlos bei einem 1-Jahres-Abo. Also gönnt euch das auf jeden Fall. Und ja, ich erkläre euch jetzt auf jeden Fall, wie ihr The Flash auf Netflix anschauen könnt. Und zwar, wie gesagt, brauche ich jetzt eine US-amerikanische IP-Adresse. Und das geht ganz einfach, wenn ich jetzt hier auf Amerika klicke, dann klicke ich auf die USA und dann drücke ich jetzt zum Beispiel New York und dann hier in der Mitte auf Verbinden. Und schon verbindet es mich zu einem US-amerikanischen Server und damit bekomme ich eine US-amerikanische IP-Adresse. So, und schon bin ich verbunden mit einem US-amerikanischen Server und ich habe jetzt Zugriff auf alle Staffeln von The Flash auf Netflix. Und das können wir jetzt hier mal direkt überprüfen. Ich aktualisiere jetzt hier oben einfach mal und dann müsste jetzt hier sofort The Flash auftauchen und das funktioniert direkt. Hier haben wir The Flash, alle 6 Staffeln zur Verfügung. Da klicke ich jetzt auch einmal sofort direkt drauf. So, wie ihr seht, hat alles funktioniert. Natürlich gibt es das Ganze nur in Englisch und Spanisch, weil wir auf einem US-amerikanischen Server sind, beziehungsweise im US-amerikanischen Netflix. Aber ja, das sollte kein Problem sein für die meisten von euch. Ihr könnt jetzt einfach The Flash auf Netflix anschauen und das Ganze funktioniert mit ExpressVPN. Also wenn ihr daran interessiert seid und ihr das auch auf jeden Fall ausprobieren wollt, dann holt es euch auf jeden Fall über meinen Link. Es kostet auch nicht mehr für euch. Ihr unterstützt diesen Kanal und helft mit, dass ihr ab jetzt regelmäßig Videos erscheinen und ihr bekommt natürlich nur mit meinem Link, den ich jetzt nochmal einblende, den heftigen Rabatt. Und ja, das war es jetzt eigentlich schon von diesem Video. Ihr könnt jetzt einfach, oder ihr habt jetzt gelernt, wie man The Flash auf Netflix anschauen kann. Ja, auch wenn es im deutschen Netflix nicht zur Verfügung gibt. Und ja, wenn es euch geholfen hat, dieses kurze Video, dann lasst auf jeden Fall jetzt einen Daumen nach oben da, abonniert gerne diesen Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und ciao, ciao!